aber einfach auch, das sieht man eigentlich immer erst dann, wenn der Marco nicht spielt, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Er fällt uns halt als derjenige, der vor der Abwehr die Dinge organisiert in der Defensive. Und das wäre gerade speziell in der zweiten Halbzeit heute natürlich sehr wichtig gewesen. Aber es muss auch ohne ihn gehen. Und nochmal, die Tore haben wir gekriegt, weil wir dumm waren und nachlässig und unkonzentriert und nicht, weil im Mittelfeld irgendein Spieler aufgefällt hat. Dann meine letzte Frage an dich. Fuderer war im Aufgebot, ganz urplötzlich. Warum? Weil Marco Konrad verletzt war, dann hatte ich mich dazu entschlossen, den Achim noch ins Aufgebot zu nehmen, im Fall, weil wie gesagt, wir sonst keine Defensivspieler auf dem Zettel hatten. Und nur er ist natürlich noch nicht so weit, aber wenn jetzt ein Lerandi oder ein Kiefer ausgefallen wäre heute, ist normalerweise der Erste, den wir dann hinten reinziehen können, solange der Achim Fuderer noch verletzt ist, der Marco Konrad. Und das war jetzt eben, so habe ich mit dem Achim Fuderer auch abgesprochen, ob er sich das zutraut, schon Viertelstunde, 20 Minuten dann zu spielen. Ich habe auch geschwind überlegt, ob ich ihn bringe und nicht der Wolfgang nah, aber ich wollte eben nicht unsere Innenverteidigung bei 1-0 dann auseinanderreißen und habe deswegen der Wolfgang gebracht und eben nicht der Puder. Aber hinterher weiß man manches dann immer. Vielleicht hätte ich einen Puder bringen müssen, da hättest du mich nicht gefragt, warum. Und hätte man vielleicht gewonnen, ja. Weitere Fragen, Herr Kollegen. Vielleicht gibt das Mikro weiter. Ihr habt ja bei Standardsituationen klare Zuteilungen im Grunde immer. Wer war denn in der Situation für den Torschützen zuständig? Also für den Torschützen haben wir dann keine Zuteilung gehabt, weil natürlich, wenn die Einwechslungen stattfinden, dann geht es immer 1-1. Aber vorher für den Nico Beikern war der Marc Lerandi zuständig. Und dann ist eigentlich für mich selbstverständlich, dass man dann eben auch, das ist klar, dann, wenn mein Spieler rausgeht und der nächste große Kopfballspieler kommt rein, dann muss ich halt den übernehmen. Ja. Und das wurde da heute leider nicht gemacht. Weitere Fragen, Herr Kollege? Peter Zeitler, eine Frage, die nicht jetzt zum Spiel zählt. Pamak und Akçay fehlen auch noch. Wie lange sind die noch verletzt? Ja, also neben Vakar wirklich diese zwei. Ja. Ich denke, dass bis nächsten Freitag gegen Siegen im günstigsten Falle alle drei wieder einsatzfähig werden. Ja. Was war Caro für eine Verletzung? Entschuldigung. Nico? Ja, ich hätte gerne gewusst, was war Caro für eine Verletzung hat. Und Sie haben ja auch den Zögler erst in der zweiten Halbzeit gebracht, der im Spiel gegen Jan Regensburg von Anfang an durchsichtig worden war. Ja, also zur ersten Frage mit Vaccaro ist so, dass er leichte Probleme im hinteren Oberschenkel hat. Deshalb konnte er heute auf Anraten des Arztes nicht spielen. Wie gesagt, wir hoffen auf den nächsten Freitag im Heimspiel. Sven Zögler war so, dass er die ersten zwei Spiele von Anfang an bestritten hatte. Dann haben wir natürlich viele gute Spieler im Kader und deshalb kam heute Steinweg zu seinem ersten Einsatz. Zögler fiel raus, hat aber dann nach seiner Einwechslung, nach Einlaufschwierigkeiten immerhin den Assist gegeben zum 1-1 und deshalb hat er sehr effektiv gespielt. Weitere Fragen? Scheint nicht der Fall. Dann machen wir weiter mit unserem VIP-Tipp. Es gibt außer Ihnen, Herr Zeidler, noch mal ein Gewinner hier im Zelt, wahrscheinlich. Wir haben gezogen vorhin den Jörn Frieling